Osten war das Geile, dass keiner richtig eine Karriere machen konnte. Weil es nichts gab, wo man hinkarrieren konnte. Und es hatte auch keinen Sinn, viel Geld zu verdienen, weil man sich nicht kaufen konnte. Und deshalb war das so geil, da brauchte keiner die Ellenbogen einzusetzen oder sich durchzusetzen oder sich gut darzustellen auf irgendeine Art, weil hatte so und so keinen Sinn. Weil man ein schönes Leben haben wollte, musste man eben sich gut mit den anderen Menschen verstehen, so mit den Mitmenschen verstehen und einen Freundeskreis aufbauen, der Spaß macht und eine Familie, die funktioniert. Das war das Glück. Die schleppen echt alle da an die Steilküste, an den Busch. Und haben da mit Autobatterien gespielt. Das war ein eigenes Spaßkommando. Ja? Also die sind irgendwo eingefallen, in der Mitte von nirgendwo. Die sind da 3 Tage geblieben, da wurde eine Ente geschlachtet oder ein Huhn gefangen. Die haben bei den Fans gewohnt und dann sind sie wieder weitergefahren mit ihrem komischen alten Ello. Also diese Rockertum, das Streben, ja, wir sind eine geile Band, wir reißen die Bräute auf, das hat die alle gar nicht interessiert, die galten ja als vollkommen asexuell. Unsere Musik war auch nicht so gestrickt, dass die Frauen bezirbst oder so, die war eher zum Verschrecken gedacht. Also jetzt nicht von Frauen, sondern generell. Man wollte ja ein bisschen schockieren und alles und wir hatten doch überhaupt keine Zeit für Frauen, so albern wie das klingt, aber man ist immer so rumgeballert und wir waren auch ständig betrunken, muss man einfach mal sagen. Also das Groupie-Thema, dachte ich, ist auch irgendwann aus dem Westen. Wir waren noch so wild drauf, Musik zu machen oder so, oder ich zumindest. Ich hätte eine Stunde im Proberaum jedem Rendezvous mit einer Frau vorgezogen wahrscheinlich. Wirklich? Ja, da hab's ja auch gemacht, das ist ja der Beweis. Jascha hatte die Idee, aus West-Berlin diesen Draht zu kaufen und den einfach so einen Verschluss zu bauen mit so einer Zange, die vorne abgeschliffen ist und 15 Mark dafür so zu verlangen. Hier praktizieren wir das sogar auf Hiddensee. Einer hat die Verschlüsse gebaut, einer hat diese Zwischenstücken gebaut und Jascha hat im Prinzip die Endarbeit gemacht, das Blättchen dann unten dran gehängt und abkassiert. 15 Mark das Paar. Das Bedürfnis nach Modeschmuck, den es nicht gab, war so groß, dass die Leute wirklich wild danach waren, uns das abzukaufen. Und dann hatten wir immer ein herrliches Wochenende mit einem Konzert, ganz viel Geld verdient und Riesenspaß und überhaupt keinen Stress. Und mit der Band haben wir ja nichts verdient. Also wir hatten nur das Ohrengeld, das war Aljoschas Geld und darüber hat er verfügt, wie er wollte. Und wenn ich gesagt habe, ich will mir mal ein Eis kaufen, hat er mir einen 50-Mark-Schein gegeben und ich nach dem Wechselgeld gefragt. Sie waren also sehr abhängig von ihrem Papa oder vom Kopf. Sie sagen ja freiwillig, er war der Kopf, sie beiden waren die Füße in der Band. Aljoscha und der damalige Trommler Krining haben nie die Anlage geschleppt. Das mussten die Bänden klein machen. Wir mussten aufbauen, abbauen. Dann nachts kamen die früh Sonntag um 5 oder um 6 hier in Ostberlin an. Dann mussten die Anlage wieder hochschleppen in der Fährberliner. Die haben also sehr viel gelernt. Nicht nur über Musik, sondern über das Leben, über sich selbst, über den Mangel im Osten. Und sie sind durch eine sehr harte, aber sehr gute, lehrreiche Schule bei Aljoscha Young. Und das prägt fürs Leben. Ich habe ja immer schon in anderen Bands auch mitgespielt. Und Paul auch, der war ja bei der Firma fast genauso engagiert oder genauso engagiert wie bei Feeling B. Und das führte oft auch zu lustigen Verwicklungen, dass wenn wir auf Tour waren mit mehreren Bands, dass Paul den ganzen Abend spielen musste oder ich den ganzen Abend spielen musste, weil man in allen Bands was zu tun hatte. Oder dass wir manchmal auch ganz schnell nachts hin und her fahren mussten, weil man erst mit der einen Band spielt und dann mit der anderen. Und wenn gerade keine Band war, habe ich mit Paul alleine was gemacht. Das war die Magdalene-Keibel-Kombo. Wir haben nur so Unfug gemacht. Wir hatten ein Lied, das hieß Graf Zahl. Man zählt doch so ein, wenn man so ein Blues spielt. 1, 2, 3, 4, dann geht das Lied los. Und wir haben einfach weiterzählt.
Wir gehen 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Also die Reaktionen waren schon sehr heftig, weil die Leute haben es nicht fassen können. Die sind reingegangen, rausgegangen, also rausgegangen. Da haben wir immer noch gezählt. Hallo. Hallo, wo sind wir jetzt, Flake? Wir sind jetzt bei mir im Bunker, wo ich immer ein bisschen so für mich sein kann und Musik machen kann. Die meisten Sachen, die ich jetzt mache, mache ich mit der Band zusammen und nicht als Hausarbeit. Hier kommt nur noch was dazu, wenn ich mal ein bisschen so rummache, was ich nicht oft mache. Also bist du nicht so oft hier? Nee, also wenn wir Musik machen, dann gehe ich ja wirklich von früh bis spät in den Proberaum und probe mit der Band. Das ist richtig ein Arbeitsplatz. Und das ist hier wirklich dann Freizeit. Hey Brüder, sagt mir doch, was Freiheit ist. Ist sie hässlich oder schön? Kann man sie riechen oder schmecken? Oder kann man sie gar sehen? Wer die Freiheit im Mercedes oder wird sie kennenlernen? Oder hat sie einen Zylinder bei Tempo schwarzen Strahl? Direkt nach der Wende haben wir erstmal nicht gespielt, glaube ich. Da hatten wir auch andere Sachen zu tun. Also das Leben irgendwie so sortieren. Keiner wusste, was wird. Dann haben sie alle ein Café besetzt, dann haben wir alle gekellnert wie die Doofen. Und dann haben wir gemerkt, das machen sowieso die anderen auch, ist totaler Quatsch. Und dann hat man dies versucht und das versucht. Dann gab es dieses blöde Flugzeugspiel, wo alle so 3000 Mark einzahlen mussten. Und zum Schluss war das ganze Geld weg. Die haben sich auch total bewegt. Also Joscha hat die Schönhauser Allee 5 besetzt, ein komplettes Wohnhaus mit Hinterhaus. Das wurde so ein nach außen Kulturzentrum, nach innen eine ABM-Hölle. Und auch Flake und Paul sind losgerannt. Die haben zum Beispiel 90 angefangen, sich im Tachlis in der Oranienburger zu engagieren. Haben damit entkernt, Asbest raus, haben alle richtig körperlich gearbeitet, aber auch die komplette Tonanlage damit eingebaut. Auf einmal haben alle irgendwelche so Formulare ausgefüllt, die ganze Zeit sind Anträge gestellt beim Arbeitsamt und Stadtbezirksamt und so. Und jeder musste schon mal gucken, was mache ich jetzt eigentlich? Jetzt beginnt eine neue Zeit und eine neue Gesellschaft. Flake hat angefangen, der war auch ABM-Kraft in der Galerie, hat natürlich seine eigenen Bilder da ausgestellt und die seiner Freunde. Ja, das fand ja dann auch generell auf der ganzen Welt eine musikalische Entwicklung statt. Also Nirvana kam auf und Prodigy und so. Und da hat sich schon das gesamte Bild der Musik auch so verändert, dass wir auch so andere Musik ein bisschen gemacht haben. Und dann sind wir auf diese Mittelalter-Idee gekommen und haben dann mit einer Mittelalter-Band ein Experiment gemacht, dass sie spielen die Lieder im Mittelalter-Stil und wir parallel dazu im Punk-Stil sozusagen. Das hieß die Maske des Roten Todes. Und war für viele B-Fans dann natürlich dann noch schwieriger. Weil mit diesen Sackpfeifen und so, das ist schwer zu ertragen. Ja, das war sehr schräg. Also man sieht es ja, wir hatten aus Alufolie und Hüte gebastelt und sind in Mülltüten als Außerirdische auf der Erde so angekommen. Wenn ich das konsequenter gemacht hätte, hätte ich mir mein kariertes Hemd runter auch rausgezogen. Das hat großen Spaß gemacht, aber war ein Riesenaufwand. Also weil wir wirklich mit der Slammermaschine auf der Bühne und... Slammermaschine, kannst du es mal erklären, was das ist? Das war so ein um sich rotierendes Brett, wo man rufgeschnallt wurde, dann kriegte man Sekt und Tequila in den Mund geschüttet und dann wurde man immer so wie auf dem Rummelplatz, hat man sich so überschlagen, bis man kotzen musste. Und damit es noch gut aussieht, hat man dann noch eine Rakete hinten am Brett, das sieht dann so zischt, so eine Fontäne. Ja, hier sitzt Aljoscha drauf. Und dann wurde das so sinnloses Sammeln so rumgekurbelt, bis es einem schlecht wurde. Ja, ich bin kein Porsche-Bohne, ich bin ein Schild von Himmelsfried, wo es geht mir auf dem Müll. Ja, ich bin kein Porsche-Bohne, ich bin ein Schild von
Der Wechsel von Feeling B zu Rammstein war damals eigentlich gar nicht so klar. Dazu gehört auch, dass Feeling B 92 in den USA war und da eine kleine Ami-Tour gemacht hat, wo sie auch viel gelernt haben. Wir sind da nicht zurechtgekommen. Wir waren heillos überfordert. Wir waren so vier doofe Ostler in Amerika. Sonst hätte man echt auf Schritt und Tritt da filmen können, wie wir da so durchgestapft sind. Sind tatsächlich aufgetreten, aber natürlich, wer kannte Feeling B in den USA? Und wir hatten auch kein Instrument und haben uns die geborgt. Und die amerikanischen Bands, da, die waren, für die war das existenzieller. Wenn man denen das Schlagzeug zerdrischt, dann haben die ja nicht mehr, sind die völlig arm. Für die war nicht wie für Feeling B das der lustige Osten und ein Hobby, sondern die Bands wollten da was und sie haben dafür viel getan. Und so haben zumindest Flake, Paul und Schneider mitgekriegt, was da für eine Energie dahinter steht, wenn man professionell Musik machen wollte. Was macht der Knopf da? Irgendwas funktioniert nicht richtig. Ach, Flake, auf keinen Mist. Flake und der Nummerwatt. Diese Drähtchen. Hey, immerhin. Und was spielt, aber wahrscheinlich sitzt Plastik auf der Taste drauf. Soll ich, ob ich es ausschalte oder nicht? Es war ein Jahr gänzlich unklar, ist Flake Rammstein Mitglied oder nicht. Die haben auch immer wieder gefragt, sag mal, Flake, was ist denn nun? Flake hat gedacht, ach, das ist alles Mist, was ihr da macht und Englisch geht ja nicht, wenn überhaupt, nur wenn Deutsch gesungen wird, sonst bin ich überhaupt nicht bei. Dann habe ich da mitgeprobt und hab gesagt, gut, das macht Spaß, dann gehe ich weiterhin. Ohne, dass das jetzt eine Band war oder so. Die haben zwar mal Rammstein auch bei mir auf die Tür geschrieben, kommt zur Rammstein-Probe oder so, aber das war noch gar nicht fest oder so. Und sie verteilten dann auch schon an Freunde in der Szene so Demo-Tapes. Da hörte man schon die Gerüchteweise, das ist jetzt aber ganz was anderes. Das ist ja eher Maschinenmusik. Also ich kannte die ganzen Bands nicht, die gut fanden, so Ministry und so. Und hab dann einfach so gut ich konnte, so gesampelte Geräusche. Also bei Rammstein war es noch nicht so schwierig. Ich hab einen startenden Flugzeug, eine Taste gehabt, landendes Flugzeug, fliegendes Flugzeug, Explosion. Als die Jungs anfingen, war ihnen schon klar, wir spielen jetzt schnelle amerikanische Heavy-Metal-Gitarren. Schnelle Riffs, dynamische, energetische Musik. Aber das ist als musikalisches Konzept vielleicht ein bisschen zu schlicht. A, gibt's das irgendwie alles schon? Sie brauchten noch ein Tüpfelchen, eine Idee. Und deswegen haben sie versucht und haben es auch geschafft, Flake in die Band zu integrieren. Eben mit seinem nicht normalen Keyboard-Spiel, sondern mit seinen komischen, um die Ecke gedachten anderen Melodien und musikalischen Ideen, die diese schwere, dramatische Musik etwas auflockert. Sind ja teilweise wie ein Engel richtige Popmelodien, die er da spielt. Ja, wir wussten ja nicht, wie wir uns darstellen sollen oder irgendwas. Und irgendjemand hatte die Idee, dass es in S-Bahn-Bögen so ein Kostüm, also weil wir so ein Antiquitätenhändler mit einer Kostümverleihabteilung mit Foto. Und da dachten wir, da ist so der Foto drin und die Klamotten gleich. Wir waren immer schon immer sehr ökonomisch gedacht. 25 Mark. Und dann machen wir.